Hallo und willkommen zu einer gemütlichen Runde Survival Fountain of Youth. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist. Ja, wir sind hier auf Erkundung auf der Eiseninsel. Die bietet uns noch jede Menge Potenzial. Wir wollen mal hier weiter erkunden. Wir haben den ganzen Bereich hier hinten noch. Komm mal her, Ziege. Mal schauen, was du zu bieten hast. Ein Ziegenkopf nehmen wir mit als Trophäe. Wir wollen jetzt aber erstmal unsere Karre entleeren beim Schiff. Wir haben jede Menge Eisenerz dabei. Der Weg passt einigermaßen. Kommen wir hier problemlos drüber. Sehr schön. Vorsichtig nach unten. Da wären wir bei unserer Anlegestelle. Wir räumen einmal unsere verbesserte Karre komplett leer. Durch das ganze Eisenerz ist unser Kanu auch schon voll. Die Wildschwein-Trophäe kriegen wir schon gar nicht mehr rein. Haben die Giftpilze noch Platz? Wir nehmen uns etwas Nahrung mit und wir müssen ein Schläfle machen, bevor wir wieder weiter losziehen. Die Fledermäuse können wir noch platzieren. Wir haben starken Wind auf der Insel. Eventuell müssen wir uns eine Fledermaussalbe gönnen. Hier oben haben wir noch einen Trank. Den wollen wir doch jetzt mal schauen, ob wir den zuerst noch holen können. Wie kommen wir da am besten nach oben? Der Weg hier sollte passen. Tatsächlich reicht es nicht zum hier hochkommen. Hier rüber. Ein Puma-Trank. Und ein Trank weit entfernt, 145. Wir nehmen einmal eine Fledermaussalbe. Nicht, dass wir Schnupfen kriegen. Die Eisenbaumäste benötigen wir unter anderem, um verbesserte Baumeisterwerkzeuge herzustellen, welche wir wieder benötigen, um die verbesserten Basisteile bauen zu können. Deshalb nehme ich hier direkt einige mit. Hier ist der Trank. Ein Wasser des Lebens.
Die Schlange ist tot. Im Anschluss zur Eiseninsel gehen wir natürlich zur nebligen Insel rüber. Da bin ich gespannt, was uns erwartet. Neblige Insel, das könnte bedeuten, dass uns dort viel Schwefel erwartet. Und dafür haben wir ja extra hier das Antigaskostüm mit dabei. Werte einmal aufgefrischt. Wir schauen in die Karte. Wir wollen dieses besondere Objekt und den interessanten Ort hier noch abklappern. Und dann stellt sich mir die Frage, wie wir zu dem anderen kommen. Ah, hier zwischendurch, okay. Was haben sie denn da aufgehängt? Was sind denn das für Schädel? Können wir hier interagieren? Sieht nicht so aus. Plan für eine Tauchmaske der Ureinwohner. Wir wollen ihn direkt anschauen. Vierfache Sauerstoffversorgung fürs Tauchen. Rochenleder, Sehnenfaden, breites Blatt und schmales Blatt. Sehr cool designt. Wir schnappen uns den Karren. Hier haben wir nur Schlangen, so wie es ausschaut. Eine massive Steinablagerung. Hier kommen wir nur runter von der anderen Seite. Seht ihr? Da unten. Natürlich daneben, ich glaub's nicht. Ja, Puma. Wir nehmen deine Trophäe mit. Wird es denn schon wieder Nacht? Bald. Die Eiseninsel ist recht düster, kalter. Was Kamille? Orangen? Und ich glaube, wir haben hier eine zusätzliche Anlegestelle entdeckt. Die gefällt mir sehr gut. Abhandlung über die Waffenkunde. Das Werfen wird dadurch verbessert. Ein Haufen Schrott. Ja, die Anlegestelle ist schon mal mega. Gefällt mir sehr gut. Leider habe ich... Doch, ich habe Baumeisterwerkzeug mit dabei. Auch ein Hammer? Auch ein Hammer. Sehr gut. Wir gehen in die Herstellung. Wir bauen uns hier direkt einen Dock. Ich muss jedes Mal überlegen, wo das nochmal ist. Hier.
Und eine zweite Anlegestelle. Die Truhe, ich glaube, für die müssen wir tauchen. Wir wählen die Atemblase aus. Eine Tasche mit Proviant. Rotleib, roter Apfel, geräuchertes Fleisch. Wow. Mit der können wir auf jeden Fall einige Tage überleben. Kurz den Plan erklärt. Wir kehren zurück zu unserem Kanu. Wir nehmen diese Truhe hier mit, gehen zurück, holen uns diese und holen hier. Ah, das ist der Weg nach oben, oder? Wir holen uns hier dieses besondere Objekt oder versuchen, dieses besondere Objekt zu holen. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen, wir könnten diesen Weg hier ja hochlaufen. Aber da will ich euch jetzt nicht auf die Folter spannen, dass ihr das alles mit mir zurücklaufen müsstet. Das bedeutet, ich würde hier einen kleinen Break machen. Wir sehen uns. Dann im besten Fall auf halbem Weg hier den Weg nach oben. Bis gleich. Wir wären jetzt hier auf dem halben Weg auf dem Berg angekommen. Wir haben hier, glaube ich, eine Weggabelung. Wir können in verschiedene Richtungen weg. Ich glaube, wir nehmen mal den in diese Richtung. Hier ist giftig. Schwefel, dafür brauchen wir das Antigaskostüm. Wir gehen rein. Habe ich denn noch eine Fackel? Ja. Lasst uns die mal entzünden. Für bessere Sicht. Puma in den giftigen Nebeln des Schwefels. Teil einer Karte der Einheimischen. Hier scheinen wir nicht weiterzukommen. Wollen wir mal in diese Richtung weitergehen. Irgendein Gegner ist in der Nähe. Jede Menge Skorpione. Dieser Bereich hier ist komplett neu. Hier war ich auch noch nie. Hier haben wir die Kohlevorkommen. Wir gehen langsam hier runter. Ich habe keine Lust auf Fallschaden. Hier hat es einen Haufen Schrott angespült. Fischgräten. Buch von St. Albans. Für das Angeln. Es verbessert das Angeln.
Und jetzt haben wir hier oben noch einen Schlangendrang. Dann erkunden wir den Bereich noch. Und noch ein weiterer Trank, etwas weiter weg. Hier, alle Heilmittel. Was finden wir in den Bereichen hier hinten noch? Das Kohlevorkommen. Ja, gut, dass wir das Antigas-Kostüm noch gemacht hatten auf der Kupferinsel. Ohne dem keine Chance in dem Bereich hier. Alles voll mit giftigem Schwefel. Dann stimmt meine Vermutung vielleicht doch nicht, dass die neblige Insel eine Schwefelinsel ist. Geht weg, ihr Skorpione. Hier kommen wir nicht durch. Meter, da müssen wir ein bisschen da nach oben. Da ist er, Allheilmitteltrank. Und jetzt noch dieser Schlangendrank. Da müssen wir zurück zu unserem Karren und den anderen Weg wahrscheinlich nehmen. Was mir gefällt, dass wir hier jede Menge Drachenfrucht haben. Meter und hier kommen wir nicht weiter. Ich lasse den Karren hier jetzt einfach zurück. Mal schauen. Dieser Weg hier hinten entlang. Das wäre der Aufgang gewesen, wenn wir die Sträucher weggemacht hättet. Ja, wir haben wieder Wind. Wir nehmen eine Fledermaussalbe. Recht interessant, wo der Weg lang führt. Ich weiß es noch nicht. So, hier müssen wir aufpassen. Jetzt schnell drüber. Da kriegen wir Verbrennungen. Das ist scheißer Wasserdampf. Also passt da auf jeden Fall auf. Irgendwo haben wir eine Fledermaus. Da. Hier versteckt sich der Trank. Ein Schlangendrank. Und da haben wir noch eine Drachenfrucht. Ich denke, den restlichen Bereich hier hinten, da wäre mal nichts Interessantes mehr entdecken. Wir können trotzdem mal noch eine Kartografie machen. Hat sich nichts geändert. Auf jeden Fall eine sehr coole Aussicht. Ja, da kommen wir nach oben zu dem Vogelnest, wo wir zurück in den Berg kommen. Ja. Jetzt haben wir die Verbrennungen.
Ja, Verbrennung zweiten Grades. Da brauchen wir dann gleich mal zweimal Medizin, die Tabakkompresse. Gut, dass wir auf der Insel der Hoffnung waren, dort jede Menge Blüte, Tabak, Kamille etc. geholt haben. Können wir uns immer schön Medizin herstellen. Komme ich hier drüber. Da sind wir zurück beim Karren. Okay, ihr müsst jetzt nicht den ganzen Weg mit mir runterlaufen. Wir sehen uns jetzt gleich bei unserem Kanu. Zurück bei unserem Kanu. Wir nehmen die beiden Fledermäuse mit. Unser Karren ist wirklich randvoll. Wir kriegen sie nicht mal mehr rein. Dann lassen wir die Trophäen da. Die sind mir jetzt nicht so wichtig. Kriegen wir das Buch noch rüber? Ja, perfekt. Zweimal Kohle. Den einen Trank noch. Den Rest machen wir hier raus. Stückchen noch weg. Noch einen Puma-Trank. Den nehmen wir auch mit rüber. Oder eigentlich, die Tränke können wir eigentlich auch hier in unserem Behälter lassen. So, wir steigen auf. Einmal drehen. Wir legen direkt die Atmungsblase an. Wir wollen die Truhe hinten im Meer looten. Ja, wir sind schon da. Es ging ja schnell. Dann gehen wir hier mal ins Wasser. Ich hoffe, es gibt hier keine böse Überraschungen. Die müsste irgendwo. Ja, da sehe ich sie schon. Schreibset haben wir. Ein Schreibset. Was können wir denn mit dem machen? Werkzeugklasse. Kartierungswerkzeug. Ausgezeichnetes, verbrauchbares Werkzeug zur Kartierung. Es verkürzt die Dauer der Kartierung. Begib dich an einen hochgelegenen Ort und drücke M. Okay. Ja, wir können das auswählen. Jetzt haben wir noch eine weitere Truhe, bevor wir uns auf den Weg zur nebligen Insel begeben. Und jede Menge kleine Inseln, welche wir auch noch erkunden wollen. Discounted Upgrade Puma Region. Bisher top. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr gut. Viel neue Content, viel zum Erkunden. Ziemlich wellig hier. Was wir hier oben alles im Meer haben, das ist ja der absolute Wahnsinn. Einfach der absolute Wahnsinn. Wo fahre ich denn eigentlich rum? Ich will doch hier rüber. Es ist so wellig. So in diesem Bereich. Stück geradeaus. Hier gehen wir runter. Da sehe ich sie schon. Ein Eisenfeuerstein. Ein defekter. Klar, wenn der so lange im Wasser gelegen ist, mit dem können wir nichts mehr anfangen. Aber reparieren können wir.
Okay, da hätten wir den Bereich auch. Wir wollen zu dieser kleinen Insel hier. Ich denke, das wird diese Richtung sein. Hier außen rum. So sieht's nicht schlecht aus. Also ihr seht, die ganze Welle macht brutal viel Schaden am Kanu. Also habt auf jeden Fall Schiffsreparaturset dabei. Was haben wir hier? Einen Landstreifen. Wir legen an, machen eine Kartierung. Und hüpp. Ein hochgelegener Punkt brauchen wir. Wow. Ich glaube, das ist... Wir probieren einfach mal den hier. Oh nein! Also so solltet ihr es nicht machen. Lass mich hoch. So, wir versuchen mal eine Kartierung. Kokosnusspalme, Aloe haben wir hier. Versuchen wir mal den Weg da nach oben. Aber ich glaube fast nicht, dass wir hier noch was Besonderes entdecken werden. Aber wer weiß. Ja, Dattelpalmen haben wir noch. Die immer dieser Fallschaden. Aber ab und zu stellt er sich auch an. Da kann man steuern, wie man will. Er fällt einfach. Der nächste Bereich war diese Inselkette vor uns. Der ganze Nebel am Horizont lässt andeuten, dass wir Richtung neblige Insel kommen. Können wir hier irgendwo hoch? Ort freigeschaltet. Da ist eine Truhe. Noch eine Truhe. Korallenriff. Wir müssen eine Kartierung machen. Das heißt, wir sollten erstmal hier anlegen. Komme ich noch höher? So viel vom Bereich mitnehmen wie geht. Hier ist ein schön hoher Punkt. Wow. Es sieht schon schön aus. Auf jeden Fall. Wir machen eine Kartierung. Hier sind noch 1, 2, 3, 4 Inseln nebendran. Ja, mit diesem epischen Sonnenuntergang, der Rauch aufsteigend aus dem Vulkan, würde ich mich verabschieden aus der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.